Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Thema grünen Stahl sagte der ehemalige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel, Zitat, wir sind da in Deutschland total ideologisch getrieben. Sigmar Gabriel war Bundeswirtschaftsminister und zuletzt Chef des Aufsichtsrats von ThyssenKrupp. Weiter sagt er zur Klimapolitik und zum Umbau von ThyssenKrupp, Zitat, wir glauben, wenn wir das machen, dann wird uns der Rest der Welt folgen. Aber der Rest der Welt folgt uns nicht. Wir geben Unmengen Geld aus, um vergleichsweise geringe CO2-Mengen einzusparen. Wenn wir das Geld nehmen würden, um in anderen Ländern die Energieversorgung neu zu organisieren, könnten wir erstens eine vernünftige Industriepolitik betreiben und zweitens ein Vielfaches an CO2 einsparen. Aber das gilt in Deutschland als klimapolitischer Hochverrat. All das sagte Sigmar Gabriel vor ein paar Tagen in einem Interview. Klimapolitischer Hochverrat. Klimapolitischer Hochverrat, wenn jemand nachdenkt und andere Lösungen als die Lösung der Bundesregierung präsentiert. Genau diesen Hochverrat werfen die selbsternannten demokratischen Fraktionen den Klimarealisten immer wieder vor. Man sei dann Klimaleugner. Genau diese Beschimpfungen sind es, die den politischen Diskurs vergiften. Wer die Wahrheit, wer Vernunft anspricht, wird diffamiert. Sachargumente von diesen sogenannten Demokraten, Fehlanzeige. Ein Unternehmen, welches einen Börsenwert von 2 Milliarden Euro hat, soll von den Steuerzahlern, also von den hart arbeitenden Bürgern, 2 Milliarden Euro für den Umbau von einem von 6 Hochöfen bekommen. Und keinem fällt auf, dass da eine Schieflage ist. 2 Milliarden Euro Börsenwert, 2 Milliarden Euro Subvention für den Umbau von einem von 6 Hochöfen. Wer da jetzt mal mit Dreisatz rechnet, merkt, dass da insgesamt 12 Milliarden Euro aufzubringen sind. 2 Milliarden sind da von der Regierung aus dem Geldsäckel der Steuerzahler schon versprochen. Da fehlen weitere 10 Milliarden Euro, die sie dann demnächst den hart arbeitenden Bürgern in anderen Unternehmen abnehmen müssen, um auch den Umbau der anderen 5 Hochöfen zu bezahlen. Weitere 10 Milliarden Euro. Wo sollen die herkommen? Und noch viel schlimmer, ThyssenKrupp sagt jetzt, dass nicht mal die 2 Milliarden Euro für den Umbau eines einzelnen Hochofens reichen würden. 300, 400 Millionen Euro fehlen ebenfalls noch. Der Bundeshaushalt platzt aus allen Nähten. Der Landeshaushalt platzt aus allen Nähten. Und Sie wollen für ein einzelnes Stahlunternehmen 12 Milliarden Euro geben, um Hochöfen umzubauen auf einen sogenannten Produktionsprozess für grünen Stahl. Und was ist mit den anderen Stahlfirmen in Deutschland? Salzgitter, Arcelor, Mittal. Da brauchen Sie weitere 15 Milliarden Euro. Oder sind dann nur die 3 größten in Deutschland und immer noch nicht alle? Wie soll das finanziert werden? Und was soll es Deutschland am Ende bringen? Glauben Sie ernsthaft, Sie würden die Welt retten, wenn Sie die Produktion von Stahl in Deutschland umstellen? Nicht etwa auf ein günstigeres Verfahren, auf ein effizienteres Verfahren. Nein, Sie stellen es auf ein teureres Verfahren um, welches dazu führt, dass deutscher Stahl 0 Chancen auf dem Weltmarkt hat. Oder wollen Sie gar die Firmen bewusst ins Ausland treiben? Transformation ins Ausland. So wie Sie das bereits mit der Aluminiumindustrie gemacht haben. Speyer-Rhein-Neuss hat erst vor wenigen Monaten die Aluminiumhütte geschlossen. Jetzt kommt das Aluminium aus Indien. Und der CO2-Fußabdruck entsteht hier nicht mehr. Der entsteht jetzt in Indien. Sieht das wie eine Weltrettung oder wie Wahnsinn aus, meine Damen und Herren? Innovation heißt, dass man Produkte weiterentwickelt, wo Käufer auch einen Mehrwert sehen, wo die Käufer bereit sind, diese Innovation zu kaufen. Doch hier kommt ja am Ende das gleiche Produkt raus. Stahl. Stahl für Brücken. Stahl für Hochhäuser. Stahl für Autos. Eben einfach nur Stahl. Lieber Herr Kollege von der CDU, wenn Sie den indischen Stahl und den deutschen Stahl unter ein Mikroskop legen würden, würden Sie keinen Unterschied sehen. Es ist eben keine andere Qualität, Herr Kollege. Sie haben lediglich die Produktion verteuert. Das ist keine Innovation, die irgendein Markt will. Das ist ein Rückschritt,
den Sie als Politiker wollen, den Sie als Politiker erzwingen. Eine Regenbogenpolitik, die jede Debatte mit Beschimpfung beenden will. Klimaleugner, wer nicht die gleiche Meinung hat. Nazi, Querdenker, Rechtsradikaler, wer widerspricht. Aber wir sind es unseren Bürgern. Wir sind es den 26.000 Mitarbeitern bei ThyssenKrupp, den 26.000 Familien schuldig, endlich eine echte und ehrliche Debatte zu führen. Stattdessen fahren Sie Deutschland mit diesem politisch erzwungenen Umbau in eine gefährliche Sackgasse. Wir fordern Sie auf, drehen Sie um und fahren Sie mit uns gemeinsam in eine Zukunft für Freiheit, Wohlstand und Vernunft. Vielen Dank.